Leute, was geht ab, Leute, Hunger? Ich schau mir gerade was an, und zwar die Seite von diesen Taiwanesen, die mir das hier geschickt haben. Keine Sorge, eins davon ist für euch, Gewinnspiel. Folgt mit dem 30k Abo-Special. Aber Hong, du hast doch schon fast 31. Ja, sorry Leute, wird auf jeden Fall noch gedreht. Ich hoffe, auf jeden Fall dieses Jahr noch, aber ich hoffe diesen Monat noch. Dann könnt ihr eins davon gewinnen. Und ich mache mir schon die ganze Zeit Gedanken, wie ich dieses Video drehen kann. Hab noch keine Ahnung. Aber die haben echt coole Sachen auf der Seite. Aber egal, darüber mache ich mir später noch Gedanken. Ich habe jetzt gerade erstmal ein paar Münzen aufgeladen. Habe jetzt wieder 14.677 Münzen. Falls ihr wissen wollt, wie viel Geld ich bisher ausgegeben habe in diesem Spiel, dann checkt dieses Video ab. Da habe ich nämlich gesagt, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Jetzt müsst ihr einfach nur einmal drauf zählen. Also ich kaufe mir immer nur das Größte, das ist 14.500 Münzen. Wieso habe ich jetzt aufgeladen? Weil Niantic hat gute Boxen im Start. Nee, nicht wegen den Boxen, Mann. Aber die sind okay. Ich freue mich über die Boxen. Die haben nämlich jetzt Itembeutel erhöht. Wir können jetzt nämlich auf... Ich weiß gar nicht, was war das? Zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall beides um 500 erhöht. Ich glaube, Item war bei 2000. Jetzt haben wir 2,5. Das ist halt sehr, sehr wichtig, weil... Da kann man nie genug haben. Und Pokémon war bei 3000, jetzt 3,5, glaube ich. Oder es war bei 2,5 und jetzt ist 3000. Ich achte da nicht so genau drauf. So, das voll. Auf jeden Fall schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr euch direkt das neue Maximum gegönnt habt. Oder ob ihr einige der wenigen seid, die mit weniger klarkommen. Aber man... Ich kenne die Leute, die kommen nie genug. Die haben nie genug. Die kommen nie damit klar. Jedes Mal wird erhöht und dann sagen die, ah ja, das reicht erstmal. Ah ja, dies, das. Und dann irgendwann heißt es, ja, das reicht nicht mehr. Wir brauchen noch mehr Erhöhung und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also Pokémon Go technisch, also Pokémon Beutel technisch, so komme ich eigentlich immer zurecht. Erstmal Items. Genau, von 2000 auf 2,5. Also hier habe ich wirklich Probleme, große Probleme. Ihr wisst, ich habe nie Tränke am Start, weil ich habe keinen Platz dafür. Aber mit den 500 extra sollte es gehen. Da kann man echt auch die Bären zum Beispiel, ich hatte jetzt eine Menge gefüttert und dadurch wieder Platz. Ansonsten habe ich nicht mal einen Platz dafür. Und Pokémon, das ist kein Problem. Genau, von 2,5 auf 3000. Ich habe jetzt 2000 im Inventar, aber nur weil ich lange nicht ausgemistet habe. Ich könnte runter auf 1000 gehen wahrscheinlich. Wenn ich alles vertausche, alles wegschicke, was ich als zum Tauschen dagelassen habe, dann könnte ich locker auf 1000 runter. Okay, 1000 ist vielleicht übertrieben. 1,4, 1,3, irgendwie sowas. Das war die eine Sache. Die andere Sache ist, Niantic hat bestätigt, dass jeden Monat ein neues legendäres Krypto-Pokémon kommt bei der Spezialforschung. Das heißt, falls ihr sie diesen Monat nicht erledigt, könnt ihr sie zwar nächsten Monat fertig machen und dann direkt die für nächsten Monat starten, aber dann kriegt ihr nicht mehr Arktos, sondern bist wahrscheinlich Zapdos und das soll dann jeden Monat wechseln. Alles klar. Ich pack's auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Mach mir noch ein paar Gedanken zu diesem Teil hier. Ja. Yo, wir sind unterwegs. Ich mach gerade ein X-Ray-Trigger mit meinem Kleinen. Und der hat kein Internet. Habe ich aus Versehen Internet-Hotspot ausgemacht? Nee, Hotspot ist an. Wieso steht da kein Internet? Okay, wir haben wieder ein Netz. Setzt euch mal kurz ab. So, während der Timer runterläuft, den man ja übrigens nicht skippen kann, müssen wir über das hier reden. Das haben sie mir zum Beispiel geschickt. Die haben auch noch andere Sachen, die können, haben auch noch so ein Zubehörteil für das Go Plus, für das normale. Brauche ich das? Habe ich auch mal mitgebracht. Also nicht das Zubehör, sondern nur das Go Plus. Da kann man unten das abschrauben und dann an das Zubehörteil dranhängen und dann kann man es direkt mit Strom aufladen. Echt paar coole Sachen haben die. Ja, und jetzt muss ich ein Video dazu machen, weil ja, eine Hand wäscht die andere und ein Lannister begleicht immer seine Schulden. Ich meine, das Teil gibt es eigentlich schon seit 2017 als Gacha. Die sind halt jetzt ein anderer Vertrieb, andere Marke. Aber im Grunde genommen ist es dasselbe. So, und... 496, gar nicht schlecht. 98er vielleicht, aber das juckt mich nicht auf dem Kleinen. Das Go Plus gibt es ja schon seit 2016 und am Anfang war es so beliebt und direkt ausverkauft. Ich glaube, momentan gibt es
das nicht mehr, wird nicht mehr produziert, nur noch irgendwelche Fakes. Aber die Fakes sollen relativ solide sein. Stattdessen gibt es halt den Ball. Den Ball verwende ich momentan selber. Ist ja eigentlich ein Controller und eben der Ball. Aber wie ihr sehen könnt, die Größe ist natürlich ein Problem. Und Scopus macht gar nichts automatisch, da müsst ihr mal drauf drücken. Es sei denn, ihr modifiziert das, was aber kein Problem ist. Der hier dreht automatisch, fängt aber nicht automatisch, da müsst ihr hier drauf drücken. Es sei denn, ihr modifiziert den. Und das hier eben fängt und dreht automatisch. Mehr dazu gleich, weil ich muss noch zu einer Arena, bevor da das Ei schlüpft. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft, habe die Arena noch down geklickt und mich reingesetzt, bevor der Raid geschlüpft ist. Und ist sogar ein Alola Gaichu geschlüpft. Den haben wir natürlich direkt mitgenommen. 1000 Arena-Punkte, leider nicht shiny, leider nicht 100. Habe ich hier nebenbei mal eingeblendet. Und schon ist es dunkel geworden. Ich mache gerade ein paar Arenen bis da vorne, denn da ist ein Kassadur-Raid, den nehme ich natürlich mit. Bisher der einzige heute, den ich gesehen habe. Zumindest an der neuen Arena. Ich habe ein paar auf alten Arenen gesehen, aber die muss ich nicht unbedingt machen. Nehme ich mit, dann wieder hierher zur Hockerbrücke, denn da arbeitet ein Kollege. Mit dem mache ich dann einen Glückstausch und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über das Brook dann zu Hause wahrscheinlich, weil es ist einfach schon dunkel und es ist nicht mal 5. Ich habe mal das Kassadur und 5,18. Ja. Ich habe mal schnell Alo besiegt. Vielleicht gönnt er ja einen Shiny. 8 Hypertränke, wow. Das war mein 1500. Gibt doch Shiny Alo. Und kein Shiny. Der Kollege ist da hinten und er gibt uns was richtig krasses. Vielen Dank dafür, denn es ist ein zweiter Count. Und mehr als einen hat, braucht er nicht, also er hat zwei. Einen hat er schon für sich selber reserviert. Und einen netterweise für uns. Wow. Wollt ihr noch? Ja, ja, den brauche ich noch. Den habe ich mit Konkurrenten habe ich bekommen. Kangama brauche ich noch. Heftig. Nicht heftig? Bei dir? Ich habe mir jetzt echt lange Gedanken gemacht, wie ich dieses Video hier drehe. Ich hatte auch so verrückte Ideen mit einer Art Parodie von diesen Infomercials, falls ihr die kennt, wo man da immer im Fernsehen anruft und dann nur noch limitierte Auflagen da sind und dann kann man die bestellen und sowas, aber das wäre dann zu verrückt gewesen, die Idee. Deswegen werde ich einfach drüber quatschen, denn es ist eine gute Sache. Ich erzähle euch alle Vorteile und danke an die Firma. Link ist unten in der Beschreibung, auch wenn die kein Wort hier verstehen, was ich sage. Ich könnte eigentlich den größten Schmarrn und den größten Diss gegen die erzählen und die würden gar nichts checken. Jetzt denkt ihr euch, hey, wozu? Was bringt das genau? Ich erzähle euch, was das bringt. Der größte Vorteil ist, man kann Sachen gleichzeitig machen. Bedeutet zum Beispiel, früher hat man gerne entwickelt, da gab es noch Entwicklungssessions, da hat man sich zum Beispiel an einen 3er, 4er, 5er Spot gesetzt, Glück sei an und entwickelt. Und währenddessen konnte man Pokémon fangen und Stops drehen. Das hat nochmal extra EP gegeben und die Sachen, die man gefangen hat, konnte man direkt entwickeln. Nicht schlecht. Heutzutage entwickelt kaum noch einer. Andere Vorteile sind zum Beispiel Rocket Stops. Du drehst eine Farmrunde, begegnest einem Rocket Stop, hast aber nicht wirklich Bock, deine Farmroute zu unterbrechen, weil zum Beispiel dreifach Staub-Event ist oder sowas. Oder was weiß ich. Kannst den Rocket Stop machen und jetzt, während du den machst und bekämpfst, kannst du nebenbei Pokémon fangen und Stops drehen. Also kannst du eigentlich den Rocket Stop anmachen, weitergehen, bekämpfen, während du gehst und weiter entfangen. Das ist halt der große Vorteil, du kannst alles gleichzeitig machen. Du kannst Arenen bekämpfen und nebenbei fängt er dir ein Pokémon und dreht die Stops und Arenen. Deswegen, viele fragen mich immer, Hong, lohnt sich das Teil? Lohnt sich ein GoPlus? Lohnt sich ein Gacha? Ja, es lohnt sich, auf jeden Fall. Kann ich immer nur betonen. Damit macht man so viele Fänge mehr und es ist einfach praktisch. Zum Beispiel auch einfache Dinge. Zum Beispiel, du schreibst Nachrichten auf Facebook, Instagram, Twitter, was weiß ich, WhatsApp. Und nebenbei fängt das Teil einfach. Hättest du das nicht, müsstest du erstmal Pause machen, kurz deine Nachricht zu Ende schreiben. Und dann gehst du zurück ins Spiel. Aber mit dem Teil kannst du einfach weitergehen, weiter deine Farmroute gehen, aber nebenbei noch ein bisschen chatten. Wow. Und das Teil hat einfach nebenbei gefangen. Problem ist halt, das Teil verwendet nur Pokebälle. Ein Wurf, Straight Ball und das war's. Aber die Teile auch. Das heißt, nicht alles bleibt drin. Aber ich kann euch sagen, es fängt so
so oder so genug. Sehr interessant. Wie gesagt, Link ist so in der Beschreibung. Und die drehen auch sehr interessante Werbeclips. Bevor ich selber einen verrückten drehe, schauen wir uns einfach mal deren Werbeclip für ihr Auto-Catch an. Ja, das ist ein Vorteil. You don't need to worry about this situation anymore. With the Parky Auto Catch, you can. Man kann es im Alltag verwenden, sprich beim Autofahren. Muss man halt natürlich nicht das Spiel aufhaben, sondern lässt es hier einfach laufen. Im Alltag, in der Schule und so, in der Uni und sowas. Einfach, wenn ihr mit Freunden abhängt, seid ihr nicht am Handy und könnt das einfach laufen lassen. Und besonders gut für Leute, die sich schämen und Pokémon Go nicht immer offen haben wollen oder damit rumlaufen wollen. Habt das einfach an und viele denken, das ist eine Sportuhr, Armbanduhr, Fitness-Tracker und sowas. Oder ihr könnt das einfach, das haben auch die meisten, einfach so irgendwo in der Tasche rumliegen haben und dann macht es sein Ding, ohne dass irgendjemand jemals davon erfahren wird. Play Pokémon Go on the move and you don't need to keep looking at your mobile phone. Genau. Alerts you by beautiful graphics. It also provides on-screen and vibrate alert. Just touch the screen to grab the items. Catch Pokémon and collect items in Pokémon Go. Alles klar. 2-8. Lava. Also ich kann euch garantieren, ihr fand sicher kein 2-8 Desputter damit. Garantiert. No button press required. Parky Auto Catch does it all. Catching Pokémon and collecting items just got easy. Parky Auto Catch make you enjoy Pokémon Go whenever, wherever. We hope to bring you a greater game experience. Let's go, trainers! Wow, 31. Ich sag ja, damit werdet ihr ein wahrer Pokémon Go Meister. Und das Video ist von 2017. Also das ist schon echt alt und eigentlich sollte das schon jeder kennen. Dementsprechend schon sehr verwunderlich, dass die jetzt erst noch so richtig aktiv Promotion machen und mich da angeschrieben haben. Eigentlich sollte ich es in Aktion zeigen, aber da sieht man wirklich nicht viel. Es ist ganz leicht, die haben sogar eine Anleitung drin und die ist echt gut. Ich hatte zuerst Probleme, das zu verbinden, aber im Grunde genommen war es halt so, dass ich halt das einfach nochmal machen musste, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann sollte man es eigentlich komplett löschen und dann einfach nochmal machen und nochmal, bis es einfach funktioniert. Hat ein paar verschiedene Optionen, ihr klickt hier drauf, dann geht's an. Ihr könnt alles einstellen, dass es zum Beispiel nur Pokémon fängt, dass es nur Stops dreht, beides, dass es noch vibriert, falls ein Stop da ist oder ein Pokémon, dass es neue Pokémon nicht fängt, also ganz, ganz einfache Dinge. Aber im Grunde genommen machst du einfach gar nichts damit. Du machst es einfach an, verbindest es und dann zack, genießt du es. Mehr kann ich zu dem Teil eigentlich nicht sagen, außer man kann es halt nur empfehlen. Ehrliche Meinung, auch wenn die es mir nicht geschickt hätten, weil ich verwende ja die anderen Sachen. Ist halt mega praktisch. Wie gesagt, du kannst Sachen gleichzeitig machen und dieses gleichzeitig machen ist halt der große Vorteil. Alle, die fragen, alle, die drüber nachdenken, ja, es lohnt sich auch noch dieses Jahr, auch noch nächstes Jahr, solange Pokémon Go existiert. Und noch eine Kleinigkeit. Vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, wo das Teil neu rausgekommen ist, hatte man noch Befürchtung, hey, das ist nicht offiziell, kann man dafür gebannt werden. Zweieinhalb, fast drei Jahre später, nicht eine Person wurde dafür gebannt, also nein. Früher habe ich immer vorsichtig gesagt, man weiß nie auf eigene Gefahr. Jetzt kann ich eigentlich sagen, nein, kann man nicht. Garantiert nicht. Früher haben es auch schon viele gesagt, nee, kann man nicht, aber man weiß es nie wirklich. Aber hey, drei Jahre später, keine einzige Person, da kann man glaube ich schon sagen, nein, kann man nicht. Das war's von mir, Leute, und diesem wunderschönen Teil. Link ist in der Beschreibung zu denen. Und obwohl sie aus Taiwan kommen, hat es nicht mal vier Tage gedauert. Ich glaube drei Tage und es war dort, also richtig, also hier, richtig krass. Wie gesagt, Gewinnspiel wird noch kommen, dann könnt ihr es selber testen, zumindest einer von euch. Aber ich kann es echt nur empfehlen. Und das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.